Den Jahrgang 1972 der Editionsreihe Die DDR im Blick der Stasi stellen wir Ihnen dieses Mal auf dem Turm des alten Stadthauses im Zentrum von Berlin vor. Das alte Stadthaus war bis 1990, bis zur Wiedervereinigung, Sitz der DDR-Regierung des Ministerrates. Und am 21. Dezember 1972 wurde genau hier Geschichte geschrieben, nämlich mit der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Der Grundlagenvertrag war das vielleicht wichtigste Ergebnis der Entspannungspolitik des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, das auf eine Annäherung der beiden deutschen Staaten hinauslief. Für die Menschen in der DDR und der Bundesrepublik hatten 1972 aber noch ganz andere Ereignisse unmittelbare Auswirkungen. Im Juni 1972 öffneten sich für die Bundesbürger, aber auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von West-Berlin die Grenzen in die DDR. Was heute beim Reden über die Grenze leicht vergessen wird, ist, dass es nach dem Mauerbau insbesondere für Westberlinerinnen und Westberliner praktisch unmöglich war, in den Ostteil der Stadt zu kommen. Für die Stadtsicherheit, und das sieht man in den Berichten sehr schön, war diese Grenzöffnung natürlich ein Riesenproblem. Ganz abstrakt, weil die Stasi immer eine Gefahr aus dem Westen witterte. Ganz konkret aber auch, weil sie davon ausging, dass mit dieser Grenzöffnung auch die Zahl von Fluchten und Fluchtversuchen zunehmen wird. Und wie man an den Berichten des Jahrganges dann auch sieht, haben wir es tatsächlich auch mit einem Anstieg von Fluchten und Fluchtversuchen zu tun, die in nicht wenigen Fällen auch 1972 noch tödlich an der Grenze endeten. Die DDR-Führung öffnete im Januar 1972 die Grenzen in Richtung Polen und der Tschechoslowakei. Diese Grenzöffnung nach Osten führte dazu, dass Millionen DDR-Bürger 1972 die Nachbarstaaten besuchten. Umgekehrt kamen natürlich aber auch viele Menschen aus der Tschechoslowakei und Polen in die DDR. Angesichts der damals dramatisch schlechten Versorgungslage in Polen nutzten insbesondere polnische Touristen die Möglichkeit für Einkäufe in der DDR und Ostberlin. In den MFS-Berichten kann man auch nachlesen, dass es angesichts dieser leeren Regale zu diskriminierenden Übergriffen, fremdenfeindlichen Äußerungen, insbesondere gegenüber polnischen Besucherinnen und Besuchern kam. Das MFS stellte sich auf den Standpunkt, dass diese Empörung der DDR-Bevölkerung durchaus berechtigt sei. Obwohl die Stadtsicherheit sehr wohl wusste, dass die zugrunde liegenden Probleme ganz woanders lagen. Nämlich in den Produktionsschwierigkeiten der eigenen Industrie, die nicht in der Lage war, genügend Konsumgüter selbst für den eigenen Markt herzustellen. Dass die Stasi diesen Versorgungsproblemen 1972 so viel Aufmerksamkeit schenkt, hängt vor allem damit zusammen, dass die neue SED-Führung unter Erich Honecker der Bevölkerung einen besseren Lebensstandard versprochen hatte. Bezeichnenderweise war es die SED aber selbst, die diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten 1972 noch einmal verschärfte. Sie beschloss Anfang des Jahres die Verstaatlichung der letzten verbliebenen privaten und halbstaatlichen Betriebe in der DDR. Also genau jene Betriebe, die noch einigermaßen rentabel arbeiteten. Die Berichte des Jahrganges 1972 zeigen, dass die Stasi durchaus versuchte, alle wichtigen politischen Entscheidungen und Weichenstellungen der SED-Führung mit eigenen Informationen zu begleiten. Das war grundsätzlich nicht neu, aber die Intensität, in der die Stadtsicherheit das 1972 tut, ist auffällig. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Stadtsicherheit 1972 alle Unterlagen der anstehenden Parteisitzung im Vorhinein zugestellt bekam und damit in der Lage war, ihre Informationen passgenau und zeitgerecht der Parteiführung zur Verfügung zu stellen.